Ja, ist jetzt auch nicht so einladend hier gerade, oder? Aber anscheinend das Beste, was wir gerade machen können. Da ist auf jeden Fall einer. Aber der ist auch schön am Happern, ey. Der hat noch irgendwen erwischt hier drin. Ah, wie räudig. Warum mussten sie das auch grafisch verbessern, Mann? Zack. Da ist das Messerchen. Sehr gut. Sehr gut. Aber Kia kommt gerade rein und sagt, war das nicht so eine Art Zombie-Game? In genau dem Moment hier. Gutes Timing. Sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Und ja, du hast recht. Ist so eine Art Zombie-Game. Schon ein bisschen mehr, würde ich sagen, als so die Klassiker in diesen Game-Bereichen. Aber generell kann man es in vielen Bereichen auch darauf runterbrechen. Oh, hier können wir uns durchzwängen, wa? Ich hätte aber gern noch ein bisschen Loot vorher gefunden. Wir könnten hier auch raus. Und wir könnten hier auch rein. Nein, verschlossen. Okay. Verschlossene Türen kann man normalerweise von der anderen Seite aus öffnen. Dann sollten wir vielleicht erst nochmal hier tryharden. Da könnte natürlich jetzt auch einer drin sein, ne? Oh, Junge, wie wir da immer reinspringen, ohne überhaupt zu gucken. Ey, da landen wir doch irgendwann mal einem genau auf den Kopf. Kacke, aber Papillen gibt's hier im Badezimmer. Das ist tröstlich. Der Schrank ist so eingedroschen, da geht einfach gar nichts mehr. Bisschen Muni noch, ja. Was man halt so findet in so einem Putzwagen, ne? Kennt man ja auch von Hotels. Wenn man da ab und zu die netten Reinigungskräfte sieht mit den großen Wägen, die da hin und her schieben auf den Etagen, Junge. Und dann, ja, haben Sie noch einen Teebeutel? Ja, haben Sie noch ein Bettlaken? Ja. Haben Sie noch ein bisschen Munition für meine Shotgun? Klar. Wir haben hier alles in diesem Hotel. Was müssen wir machen? Smashen wieder, oder? Oder ist das jetzt gedrückt halten? Warte. Ist gedrückt halten. Da kam ich vorhin ja nicht klar. Jetzt habe ich immer Angst. Oh, das war nicht gut. Das war überhaupt gar nicht gut. Flaschenwurf. Putz. Ja. Und schlagen. Bam. Oh, schlagen mit Messer. Okay. Schlagen mit Messer. Ja. Guter Wurf übrigens. Danke. Ja, das war wirklich gut, ne? Der Weg hier rein war verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Das mit dem Werfen, das haben wir schön geübt mit den Schneebällen, Junge. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Es war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Es waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Junge, 20 ist wild, aber bei einer streuenden Gruppe ist es halt auch ein gut sitzender Molotow, ne? Und dann burn die schön nieder. Wir müssen hier oben raus. Viel mehr Loot haben wir schon wieder nicht, ey. So große Räumlichkeiten hier. Und die gönnen mir keine fette Munition. Da werde ich aber rasend, sage ich. Der klang ein bisschen wie Homer Simpson. Ja, vielleicht dachte der, ich habe einen Donut in der Tasche, ne? Können wir hier oben rausziehen? Können wir nicht, ne? Ah, ich muss wirklich rausgehen? Scheiße. Oh, die werden sich doch direkt zu mir umdrehen, fürchte ich, oder? Können wir so leise runter, dass ich die messern kann? Safe nicht, oder? Oh, doch, der Schnee. Oh, der Schnee federt. Der Schnee federt. Geil. Zack. Sehr schön. Und sie macht auch mit. Perfekt, perfekt. Ja, bisher kommen wir ganz gut durch. Ich erinnere mich aber gerade an dieses letzte ganz eklige Level auch im DLC, ne? Wo wir uns mit Ellie aus dem Einkaufscenter rauskämpfen mussten. Da musste ich ja auch alle Register ziehen. Da ist das ja gerade noch ein bisschen Kindergeburtstag. Aber das ist okay, ich genieße Kindergeburtstage. Wobei auch da ähnlich wie mit der Schneesituation seit ein paar Jahren vielleicht nicht mehr so wie früher. Aber im Kern, ja? Im Kern kann das dennoch so bleiben. Das sind mindestens 3. Und der guckt schon mal nicht hier rüber. Und der... Oh, oh, scheiße. Oh, nein. Ah, ich glaube... Vorsicht! Ich glaube, das war Kacke, ja. Das war Kacke. Ich dachte, der torkelt mehr. Aber nein, tut er nicht. Shit. Das ist natürlich viel Muni, die wir hier jetzt benutzen müssen. Oh, shit. Oh, nein.
Boy, okay, ich dachte, der ist schon deutlich mehr im Arsch. Oh, Junge. Bro, ausweichen, Timing. Ausweichen, Timing. Puh. Ey, da muss ich wirklich aufpassen, dass wir da nicht ins Spammen ausarten. Weil dann weiche ich genau in seinem Schlagtiming nicht aus. Ja, sieht so aus. Da muss man wirklich individuell... Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Individuell mitgehen. Ob ich mir das merken kann? Na bestimmt bis zum finalen Kapitel habe ich es dann drin. Aber der war frech, ne? Der hätte nochmal woanders hintorkeln können. Dann wäre das schöner gelaufen. Aber gut. Wir haben ja eine Waffe. Wir wollen die ja auch ab und zu benutzen. So. Nehmen wir hier noch mit. Den behalten wir auch. Das ist sicherlich gleich geblieben, oder? Dass ich entweder Flasche... Genau. Oder Steinchen mitnehme. Ja, warte mal. Ich will mich auch erstmal umsehen hier. Guck mal, so viele Sonderangebote und Rabatte. Aber auch das hilft uns gerade nicht weiter. Oh, heilige Bergziege, teile deine Weisheit mit uns. Nein? Teile deine Weisheit! Gut, die Bergziege hat keine Weisheit für uns. Ich habe alles probiert. Manchmal soll das nicht sein. Das war hier ein Klamotten-Survival-Shop oder was? Fette Wanderschuhe. Wild. Was liegt hier? Ist das nur ein Lichteffekt? Ah ja, okay. Da liegt gar nichts. Außer das Licht von außen. Und auch hier nicht besonders viel Loot. Ein paar Geweihe. Mit denen könnten wir auch basteln, Junge. Ein paar Schlafmatten und Schlafsäcke. Was ist mit der Tür? Fitting Room. Darf er aber auch nicht rein. Nur 3 Items darf man gleichzeitig mitnehmen. Von hier können wir auch nicht spicken. Nicht mal ein Loch in der Umkleidenwand oder was? Was ist denn das für ein Laden hier? Keine besonders tolle Qualität. Ich habe leider überhaupt nicht aufgepasst, wo unsere Freundin hin ist. Aber weit kann sie ja nicht sein. Ich war abgelenkt. Ich habe gelootet. Es tut mir leid. Das ist eine Lüge. Ich loote sehr gern. Wo bist du denn? Hello, wollte sie hier irgendwo weiter hoch? Aber der Laden hat gar keine 2. Etage, oder? Dann ist sie bestimmt draußen irgendwo. Wenn das alle waren, Kassenbereich nochmal double check, aber auch nicht. Junge, wo sind denn die ganzen paranoiden US-Verkäufer, die ja direkt eine fette Shotgun irgendwie unter der Theke haben? Die sind auf jeden Fall nicht hier. Frechheit. Noriyuk, sei. Wenn die Zombies... Und damit der Pilz nur überleben können, indem sie andere befallen, dann habe ich eine Lösung. Wir machen alle den Sageras und löschen das Leben aus, bevor es korrumpiert, was? Ja, das wäre auf jeden Fall auch eine Lösung, ne? Aber vielleicht nicht die, die wir verfolgen sollten, wäre sonst ein kurzer 2. Teil. Akzeptier meine Autorität. Da willst du hochklettern? Okay, ich meine, ja, sieht nach einem Plan aus. Gute alte Räuberleiter. Gut, hoch mit dir. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Cool. Hier. Legolas, was sehen deine Elbenaugen? Kann ich sie da jetzt auch hängen lassen? Ja, schönes Wetter heute, ne? Schönes Wetter heute. Aber wir machen mit. Wir wollen ja auch hoch hinaus hier. Keiner will der Underdog sein. Da. Siehst du? Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Mhm. Ja, das sieht an sich ziemlich gut verschlossen aus, wa? Green Place. Market. Tja. Wir könnten dieses große Metallrohr aufschneiden und dann über die Lüftung oder was ist es reinklettern. Aber ich habe so im Gefühl, dass das nicht die allerbeste Lösung wäre. Sieht eher so aus, als müssten wir hier irgendwie ganz weird wieder unten durchsneaken, weil ich glaube auch die Elektronik ist hier bestimmt die Warenannahme oder so gewesen, war. Ja, ich fürchte, das wird auch nur bedingt hinhauen. Faker, hallöchen. Tina, hier drunter. Hello. Ja. Ein bisschen krabbeln muss sein. Wow. What? Der hat aber anders gelauert. Ellie? Alles gut? Ja. Oh. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Yo. Okay. Cool. Cool.
Aber die wissen auch alle gar nicht, von wegen Ellie ist immun und so weiter, ne? Haben sie nicht weiter breitgetreten? Ist auch nicht geleakt worden, dieser Aussage nach? Und er sah ein bisschen aus wie der Freund, der uns vorhin geweckt hat, aber anscheinend war er das nicht. Teilen sich nur denselben Style. Stabil. Und er hat ein eigenes Werkzeugköfferchen. Na toll, ein paar Flaschen. Ja, ich meine, je nachdem, was hier drin war, hat man es vielleicht auch warm gehabt, da? Wenn es jetzt Dosenkarotten waren. Weg aufs Dach? Weiß nicht. Dann vielleicht eher weniger. Aber wenn es Heizdecken waren, Bruder, na dann. So Rettungsdecken aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Dann hast du vermutlich bessere Chancen. Ich habe jetzt kein besonders gutes Gefühl, hier durchzusneaken, aber wir haben noch einen Zettel sogar. Ma'am, es tut mir unendlich leid, was passiert ist. Ich wollte Ihnen nichts tun. Ich wollte nichts aus Ihrem Laden, außer den Medikamenten. Ihr Mann hat sich auf mich gestürzt, was hätte ich denn tun sollen? Meine kleine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauchte das Insulin. Alle horten es für sich. Was hätte ich tun sollen? Ich hoffe, er überlebt. Es tut mir leid. Wow. Ist da irgendwas? Hab was gefunden. Schön. Ja, richtig schön. Ich freue mich total. Immerhin einen Entschuldigungszettel dagelassen, hä? Sorry, dass ich Ihre Familie abgeknallt habe. Aber ich wollte unbedingt diesen Dosenmais. Ja, mit den Medikamenten, also. Das will ich mir wirklich nicht vorstellen. Als da die Knappheit losging. Wie es da nochmal zusätzlich eskaliert sein muss. Holy fuck. Der Bruder hatte zwar immerhin noch ein Gewissen, aber das hilft dann je nach Fallschwere natürlich auch nur bedingt, würde ich sagen. Ne, hier kommen wir auch nicht weiter. Sollen wir da irgendwie hoch? Nee. Hier vielleicht? Über die gute alte Palette? Auch nicht. Hm. Was haben wir noch? Oben auf den Truck? Und rüberhüpfen? Hier über diese Kisten? Vielleicht wollen sie uns da haben. Oh, Ellie, das war ein bisschen rutschig, ja? Hier ist nicht gestreut worden auf der Kiste. Das sind ja Zustände. Ah, guck mal. Ja, da geht's ja auch zu dem Loch. Aber wir müssen anscheinend... Verdammt. Ich weiß, dass ich das kann. Wir müssen ein bisschen mit System hier ran. Ja. Das haben sie anscheinend ganz gerne. Butz. Ja. Wahnsinn mit System. Und nicht nur Button smashen. TK mit der 32. Dankeschön. Kronox, hi. Und da ist ein Riesenloch. Wissen wir, wie dieses Riesenloch entstanden ist? Hat da wer mit einer Kanone rausgeschossen, oder? Das sieht jetzt nicht so aus, als wären hier einfach random ein paar Steine zusammengebröckelt, aber gut. Vielleicht, je nachdem, wie das Wetter so draußen spielte, huh? Wenn du hier nicht wartest im Büro. Ich auch. Wollen wir Vorräte suchen? Dann würde ich das Wetter irgendwann kriegen, ohne die Wartung. Junge, hier wurden noch richtig schön Diagramme gezeichnet, schaut mal. Mit Hand, Bruder. Keine PowerPoint. Keine PowerPoint. Kein Wunder, dass der Laden pleite ging. Hier fingen sie an. Die wahre Apokalypse. Und dieses Whiteboard allein ist schuld. Ja, und auch hier im Meetingraum erstmal ein paar Munitionsreste in den Schubladen gefunden. Also die Meetings, die waren vielleicht häufig langweilig, aber wenn der Chef schlechte Laune hatte, dann war immer was los. Da bekommt der Satz, sie sind gefeuert, eine ganz neue Bedeutung. Hey, ich habe Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Geil. Vielen Dank für die Lumpen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. So, wir haben Medikit. Das war oben, genau. Und da können wir uns auch heilen. Bisschen Spucke noch drauf. So. Und dann wird das wieder ein EA-Meeting Room. Da drin sind Sporen. Masken auf. Gefährlich. Ach, und da macht sie jetzt auch mit, klar. Ja, brauchst sie eigentlich nicht, ne? Insofern sich an dem Umstand nichts geändert hat. Aber wir wollen das offenbar nicht weiter breittreten, was ja eine sinnige Sache sein kann, ne? Denk dran, ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Oh, ganz reizend. Ja, voll nett. Okay, der erste richtige Sporenfuhl. Und wir haben... Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier.
Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Aha. Yep. Wir haben auch schon unser Gewehr. Gehört das hier zum Supermarkt? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind darüber. Wir sollten ins Erdgeschoss. Ja, ist eine tolle Idee. Wenn es hier schon so anfängt, dann sollten wir auf jeden Fall weiter nach unten. Aber jetzt geht langsam die große Ressourcenschwemme los hier. Ja. Einmal alles rein in die Tasche. Kann ich hier schon irgendwas sehen? Irgendwas erahnen? Anscheinend nicht. Na gut. Ich schieße ihr gleich ins Gesicht, ja. So oft wie sie das betont, ne? Scheint ihr wichtig zu sein. Mal gucken. Aber da kommen wir auch nicht lang. Dann müssen wir for real uns hier durchquetschen. Oh toll, Mitarbeiter des Monats. Green Place Market. Aha. Da ist sogar ein Hund dabei. Der Mitarbeiter des Monats ist dieser miese Hund. Ja, nein, ich sehe Johnson, der Hund da hinten. Ach so. Das ist ja toll. Ich würde sagen, das war eine gute Firma. Wer den Betriebshund auszeichnet, der macht auf jeden Fall einiges richtig. Skunk Saver mit der 39. Dankeschön. Tja, hinter jeder Tür könnte jetzt was besonders Räudiges sein, ne? Alles macht auch so ganz leichte Sotsche-Sounds, weil sie ja überall dieses Pilznetzwerk, diese Myzele lang schlängeln hier. Aber wir haben noch einen Zettel. Perfekt. Wieder keine Zeichnung. Mann, ich will mehr Zettel von dem Jungen finden von vorhin. Yo, Kristen, ich habe das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem ein braver junger Mitarbeiter des Monats geworden ist. Verkauf oder verschenk bloß nix. Die sind für deinen Rücken, okay? Gute Besserung, Mina. Aha. Ach, guck. Die gönnen uns wirklich mit dem Hund. Das ist ja toll. Das heißt, und hier ist auch der Safe. Ich habe natürlich nicht auf das Datum geschaut. Aber ich glaube, wir wissen, wie wir da rankommen. Vorausgesetzt, meine Augen fallen jetzt nicht komplett aus. Können wir da denn noch mehr drin lesen? Nee. Die Kombination. Juli 2013. Das heißt 062013 oder ist das dann irgendwie so ein Ami-Datum? Oder ist es, hat sie Ja geschrieben? Vielleicht ist es auch nur 2013, ne? Der Einfachheit wegen. Probieren wir mal. 2013. So. 2 0. Nee, wait. Es ist doch der Juni dann mit dabei, oder? Dann ist es 06. 2013. 06. 20. Nee, schon so rum würde ich sagen, ja. Das ist einfacher. Ach, Juli, was? Juli? Oh, okay. Wait a minute. Dann ist es natürlich 07. 07. 20. 20 und 13. Ist aber auch schon ein bisschen her, wa? Butz? Ah! Mann. Funktioniert. Juli. Boy. Das ist aber lecker Zeug. Sehr, sehr schön. Und wir sind bei 32 Zusätzen. Ehre. Ja, danke für den Hinweis. Und wir könnten jetzt hier reinziehen. Wir kommen tatsächlich noch nicht da unten ran. Wir müssen jetzt wirklich erstmal hier oben skillen. Bewege dich im Lauschmodus schneller. Halte R1 gedrückt, um nahe Gegner durch Wände aufzuspüren. 50% Bewegungsgeschwindigkeit. Und dann kommen wir erst an die anderen ran. Warum haben sie das so gemacht? Weil man sonst zu schnell zu OP wäre oder so? Könnte auch sein, aber... Ja, anscheinend müssen wir hier erstmal die Basics lernen. Der Lehrling, ja moin. Da gibt es dann höhere Heilungsgeschwindigkeit. Sehr gut, sehr gut. Okay, das hat sich gelohnt. Wir sehen... Die Hunde bringen Glück, nur mein durchlöchertes Zahlengedächtnis, das bringt Pech. Aber das sind wir ja gewohnt, hä? Wo geht's hier gleich weiter? Müssen wir irgendein Regal zur Seite schieben? Oder haben wir, ach, wieder so eine verdammte enge Öffnung da in der Wand, Mann. Das bringt uns doch auch demnächst mal was an, das ist doch viel zu oft schon gut gegangen. Ganz am Anfang hatten wir diese vereiste... versteinerte Dame, kurz bevor wir dann unsere ersten infizierten Fights hatten. Aber das war doch nur so ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass es gleich noch schlimmer wird, oder? Aha.
Big Pilze. Oh no. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh Junge. Ja, perfekt. Oh Scheiße, Mann. Das war deutlich schlimmer als erwartet. Also das war ja komplette Katastrophe. Oh no, Klicker. Oh. Damn, son. Das war nicht der letzte, denke ich. Oh shit, da kommen die anderen. Da kommen die anderen. Ich habe noch meine Flasche. Darum können wir maybe gucken, dass wir die erstmal woanders hinschicken. Ja, jetzt gehen sie da beide gucken. Die Frage ist, wie lange? Oh, diese Sounds, die habe ich nicht vermisst, ne? Makar, vielen Dank für die 40. Dankeschön. Da kommt er. Und die sehen uns ja nicht, ne? Das heißt, auf die kann ich eigentlich auch so zugehen, wenn ich nur langsam und leise genug bin. Und dann kann ich die wegmessern. Zack. Yes. Das können wir bei Runnern. Und bei den anderen, bei den Stalkern hießen sie, glaube ich. Da können wir das nicht bringen. Die sehen uns. Die sind mit auf der Jagd. Und es ist nur noch ein zweiter, glaube ich, dort vorn, aber... Das wird noch nicht die ganze Geisterbahn sein, die uns hier unten erwartet. Wir waren sehr, sehr laut. Und wir sind ja auch zu zweit und sie macht ja auch einen sehr guten Job. Das heißt, die könnten uns hier schon irgendeinen kleinen Miniboss mit hinstellen. Auch wenn ich es nicht unbedingt herbeiquatschen möchte, aber... Ich glaube, wir werden nicht drumherum kommen. Zack. Sehr gut. So. Bei den Amis ist erst Jahr, dann Monat, dann Tag. Diese Blindenviecher sind gruselig. Genau, ne? Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Deswegen... Verstehen uns. Weil, war ich mir gerade auch nicht sicher, was genau sie von mir haben wollen. Aber wir haben es hinbekommen. Hurra, hurra. So. Auch hier haben wir keine Shotgun. Ich wollte es nur sagen. Was ist mit den Klischeemärkten los in den USA? Ich flippe aus. Aber dafür haben sie ja nette Pappaufsteller. Das ist viel wichtiger gewesen. Ja, und ich würde sagen, in den Regalen waren schon andere ein bisschen schneller als wir. Ha? Haben die Klicker hier eine Party gefeiert. Hey, da ist die Tür. Hilfst du mir? Ja, warte mal. Hier ist bestimmt trotzdem noch irgendwo was versteckt. Irgendwas wird doch immer übersehen. Ha? War doch bei Walking Dead auch, wo Glenn und Maggie das erste Mal losgeritten sind, um was zu holen. Und dann haben sie da zufällig noch Kondome gefunden. Also, damit können wir bestimmt auch Leute irgendwie zum Ersticken bringen. Indem wir den eins über den Kopf ziehen und das dann unten festhalten am Hals. Junge, der etwas andere Kill. Aber, ansonsten, abgesehen von den Flaschen, haben wir, glaube ich, nichts. Na gut, dann helfen wir. Aus den Knien. Aus den Knien, okay. Schön hier mit Wucht. Ja. Bisschen hebeln. Sehr gut. Das war auch leise und unauffällig. Ich dachte, da steht einer. Wieso nickt sie denn da so rüber? Ich habe ein Geschenk für dich. Ich nehme es gerne an. Ist es ein Bloater? Wenn ja, dann nehme ich es doch nicht so gerne an. Ellie. Aber Pillen ohne Ende. Junge, was? Und ein Molly. Ehre. Ja, danke. Oh ja. Molotow setzen einen Bereich in Brand. Sehr, sehr schön. Das ist wirklich ein gutes Geschenk. Sei vorsichtig. Ich bin Profi. Ja, einfach in den Rucksack. Kein Problem. Das war's noch nicht. Nee, es geht noch munter weiter. Und das klingt nicht nach Klickern. Das klingt leider nicht nach Klickern, aber wir looten mal noch in Ruhe fertig hier. Hier liegt nämlich noch allerhand Barbel rum. Das ist gut. Hier sogar auch, ey, der Alkohol. Jawollo. Gönnen wir uns. Da gibt's eine Schachtel Muni zu jedem Kauf über 5 Dollar. Ja, das sind genau die Angebote, die ich brauche hier heute. Sehr schön. Noch mehr Pillen. Haben wir schon genug wieder? Warte mal. Wir können uns auf jeden Fall auch ein Medikit noch machen. Das machen wir, würde ich sagen. Auch wenn wir dann keinen zweiten Molly hinbekommen. Und wir können hier schon die Heilgeschwindigkeit mitnehmen. Geil.
Junge, na läuft bei uns. Das nächste Upgrade ist aber auch wieder immens teurer. Und den Molly haben wir da unten mit am Start. Okay. Wir gehen trotzdem erstmal aufs Gewehr, weil wir wissen ja noch nicht genau, was hier oben jetzt kommt. Aber ich ahne Schlimmes. Ach ja. Oh Gott. Oh, es sind Runner und Klicker. Ja, ich würde sagen schon. Ich glaube, wenn wir den hier erstmal wegknallen, dann haben wir hier hinten die komplette Deckung von dem langen Regal. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. So, weg mit dir. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Jetzt nur aufpassen bei dem Onkel dort vorn. Und ich hoffe, unsere Freundin gibt uns von hinten so ein bisschen Deckung. Nicht, dass da jetzt ein Runner rumkommt, schreit und uns völlig verrät. Das wäre kacke. Oh, da sind sogar noch zwei auf der Seite. Bah, sind das unnötig viele. Das ist sehr unsexy. Aber gut, wir haben Molly für einen Notfall. Und vielleicht sollst du die Taschenlampe ausmachen. Maybe kommt das nicht ganz so geil, aber wer weiß das schon. Tja, der Klicker ist dort. Und da hinten rechts ist auch noch einer. Boah, scheiße, hier kommen wir nicht durch. Und hier jetzt zu schießen wäre dumm, weil die würden uns übertrieben schnell überrennen. Da kommt der jetzt raus. Ja. Und der geht dort rum. Also maybe können wir jetzt hier schnell steppen und uns auch den holen. Okay, das war schon mal gut. Haben wir schon mal zwei räudige Patrouillen weg. So. Aber aufpassen, es geht natürlich munter weiter. Bisschen Alkohol. Sehr gut, sehr gut. Und rechts da, den hinten darf ich nicht vergessen gleich. Den darf ich nicht vergessen. Aber vielleicht nehmen wir erstmal die Außen so. Von außen nach innen. Das ist ein Klicker auf der Seite. Der ist aber da auch relativ alleine. Das heißt, wenn wir uns an den ran sneaken, dann können wir den maybe auch schon gerade wegzimmern. Ohne dass uns Runner und Co. zum Problem werden. Die schreien aber auch immer rum hier. $2000 Whisky hier mit dem Molotow, genau. Weder Kosten noch Mühen gescheut, aber der rennt jetzt natürlich sonst so rum. Genau vorne an den Runner ran. Das ist uncool. Aber hinter uns ist weiterhin clean. Das ist gut. Aber ich feier's gar nicht, wie die laufen, ey. Weil die halt durchmischt sind. Wenn's alles Klicker wären, okay. Aber sobald ich einen falschen Step mache, sehen mich die Runner und dann kommen sie alle. Deswegen ist der Onkel da eigentlich das größte Problem. Aber an den traue ich mich gerade noch nicht so richtig ran. Aber es ist der letzte von den Runnern, oder? Der andere ist dort hinten. Das heißt, wenn wir an den jetzt rankommen würden, wäre eigentlich sehr, sehr geil. Maybe versuchen wir das, aber ich darf auch nicht zu schnell sein, weil sonst hören mich die Klicker. Oh Gott. Oh Gott, das ist alles nicht schön, Leute. Das ist alles nicht schön hier vom Timing. Aber wir belieben. Wir belieben. Wir sind lustig und froh. Ob mit oder ohne Haribo. Vorsicht. Ja, der kommt jetzt hier wieder lang, der Onkel. Der geht jetzt da rum. Wenn wir den haben, dann ist viel einfacher, glaube ich. Viel einfacher. Der darf mich jetzt nur nicht sehen. Ja, ja. Geh da schön rüber. Sehr gut. So brauche ich dich. So brauche ich dich. Nice one. Okay, schön leise. Leise und in Ruhe. Bisschen Alk mitnehmen und dann sind das hier jetzt die Klicker. Kommen Sie her, Mademoiselle. Wir haben da was vorbereitet. Ja. Okay. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, dann ist es da, wo ich hingucke, noch ein Klicker. Und dann noch einer irgendwo... Irgendwo... Dort drüben... Ich weiß nicht genau wo. Dort hinter. Ja. Na gut. Dann sollten wir das eigentlich hinbekommen. Weil ich glaube, selbst wenn sie uns jetzt entdecken, kriege ich zwei gefightet. Es sei denn, der eine da drin ist eben nochmal was ganz anderes als die bisherigen. Aber auch mit dem Schnee scheint zu laufen. Sehr gut. Ja. Zack. Einwandfrei. Und Endstation. Okay, das waren erstmal die hier draußen, aber warum haben sie da jetzt noch random einen drin? Klicker sind blind, ganz genau. Deswegen konnten wir da überhaupt so rummanövrieren und haben uns erst um die Runner gekümmert. Aber waren ja nicht alles Klicker.
Darum musste ich trotzdem ein bisschen aufpassen, wo ich move, bilde ich mir ein. Weil verschiedene Gegner auch immer unterschiedlich reagieren oder zumindest reagieren können. Bewegt sich noch was? Nein. Weißt du was? Ich bin beeindruckt von uns. Ja, war big. Ja. Mann, die anderen werden uns das gar nicht glauben. Ach, und guck mal, das sind hier nur solche... Okay. Auf zum nächsten Posten. Plastikdinger. Da machen wir dann Pause. Wir haben es verdient. Okay. Oh, lull. Ich habe vorhin gedacht, das ist irgend so eine Eisentür, so ein Fallgitter. Siehst du einen Ausgang? Sonst hätten wir hier durchgekonnt. Na, perfekt. Ja, wer richtig gucken kann, ist klar im Vorteil, ja? Hier haben wir noch ein bisschen Muni. Das war auf jeden Fall sehr munisparend. Sehr langsam, aber auch sehr munisparend. Boah, dann hätte man hier durchgekonnt, damit der Onkel da links einen nicht sieht. Und dann hätte man schön hier von rechts nach links aufräumen können. Ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen, ey. Aber gut. Manchmal kann man nicht alles haben. Kupfi mit der 36 und Taser mit der 56 dabei. Dankeschön, dankeschön. Würde ja auch jedes einzelne Schild lesen. Ja, meistens sind es halt nur so Ambiente-Geschichten, ne? Mit irgendwelchen Sonderangeboten und Rabatten. Aber overall trägt das natürlich trotzdem, ne? Auch hier schön Halloween-Angebot und so trägt natürlich trotzdem zur, naja, Belebtheit der Welt bei. Auch wenn das overall von der Atmo vielleicht nicht das beste Beispiel-Game in diesem Moment ist. Aber an sich bin ich da auch immer sehr, sehr happy, wenn wir ein paar coole Zusatzinfo bekommen. Oder Infos, meistens ist es ja sogar ein bisschen mehr. Egal ob zu Ambiente, Mitarbeiterschicksal oder whatever. Ja, das hätten wir auf jeden Fall vorhin auch nicht looten sollen, ey. Sonst wären sie ja angekommen. Wie die Ameisen zu ihrer Königin wären sie geströmt. Aber schön, auch noch ein bisschen Stoff, ey. Der Bruder hat ja einfach die Thunfischdose geöffnet, schön genascht und das Ding wieder ins Regal gestellt. Geil, Mann. Vielen Dank. Freut mich voll. Und hier steht so ein richtig schöner Einkaufsrollator, Junge. Ey, damit rumcruisen, oder? Schön im Walmart. Und dann eine Diät-Cola kaufen. Das ist der Lifestyle. Und hier. Keine Schotti, aber zumindest Munition, siehste. Der Realismus erleitet uns. Belf mit der 32. Vielen lieben Dank. Tja, ansonsten sind wir eigentlich bei den Regalen schon lang gesneakt, oder? Hier hatten wir ja die ersten Runner zerlötet, darum glaube ich, da haben wir alles. Aber lieber nochmal Double-Check. Wir wissen nicht, wann ich das nächste Mal massiv reinfaile. Und so schnell können wir gar nicht gucken, sind alle Mollys und auch alle unsere Medipacks wieder weg. Nun gut, Tipp. Wie kommen wir hier raus? Ich wette, hier kommen wir durch. Ja, anscheinend da, wo es markiert ist. Ja, ich wuse dem Spiel schon wieder zu lange rum, ne? Dem gefällt wieder nicht, wie lange ich hier loote. Aber zweites Medipack, das gönnen wir uns mit rein hier. Und dann sind wir doch erstmal brauchbar aufgestellt, ja? Sehr gut, sehr gut. Und hier ist so ein Fallgitter. Das sind diesmal keine Plastikhänge, Vorhänge, strenge Bänge. Ja, man merkt den Unterschied. Geht nicht auf. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Easy. Oh, klar. Wait, willst du das wirklich probieren? Die etwas andere Räuberleiter? Das wäre Ehre, aber ich glaube, das können wir uns sparen. So eine schöne Platzwunde, die hat noch keinem geschadet. Na also. Aha. Ja, das sollte gehen. Wirf mich, ja. Aber sag's nicht dem Klicker. Achso, wir basteln uns jetzt eine coole Liane. Okay, dass wir das einmal so da rumhauen? Oder was ist der Plan? Like this. Ich glaube, das fliegt schon rum, ha? Huh? Zielen und werfen. Los rüber! Landung und Rolle. Scheiße, ja. Yeah. Wie diese Memes immer, ne? Okay, das ist gut. Dann mal los. Männer werden das sehen und sich denken, hell yeah. Und dann ist da einfach so ein Bild von einer Matratze von einem Fernseher oder so. Hey, Mann. Oder so ein Bild von einer Ecke. Einfach in irgendeiner Wohnung. Einfach so eine Deckenecke. Pass auf, wenn du hier hochkommst. Es ist ziemlich windig.
Und drüber steht dann, Spinnen werden das sehen und sagen, hell yeah. Oh ja. Das ist hier so ähnlich gewesen anscheinend. Hölle ja, genau das. Na gut, wir vertrauen mal, dass das hält. Was auch immer da drauf liegt, scheint genügend Gewicht mitzubringen. Aber, oh, das hört sich gar nicht gut an. Sie war high. Das ist wahrlich schönes Wetter. Zumindest, wenn man drin bleiben kann. Hier drüben. Yo, nette Aussicht. Oh, unsere Ponys. Wait, wir haben es for real überlebt oder brechen wir uns jetzt die Beine oder so? Oh, Schlitteraktion, schön ins Blut rein. Der Sturm hat echt zugelegt. Ja. Wie weit ist es noch zum Posten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Ich komme dir nach. Bin ich im Grunde auch wie ein Sturm, hä? Perfekt. Das ist überraschend, dass die Ponys noch leben. Habe ich eigentlich schon mit abgeschlossen. Aber jetzt kommt anscheinend erst die richtige Challenge. Jetzt durch diesen Sturm, den haben wir ja vorhin anrücken sehen, ne? Da meinte Ellie selber noch, ey, geil, bestes Wetter hier, ein bisschen Schlitten fahren, dies, das. Aber wenn wir nicht aufpassen, sind wir gleich der Schlitten. Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Okay. Na gut, ein paar Minuten können wir aushalten, aber wir wissen ja auch, dass hier der ein oder andere in den Wäldern nur auf uns lauert. Und der auch vorhin eine Spur gefunden hat, ja? Wobei das Gute an so einem Sturm natürlich dann auch ist, das schaffen wir nicht. Wir haben es fast geschafft. Dass die Spuren wieder verwischt werden, ja, durch den Schneefall schon und den gut, Wind. Mädchen. Schon gut. Geh weiter. Oh, wo ist sie hin? Ist der Schnee so tief, dass sie versunken Dina, ist? Dina, wie weit noch? Junge. Oh nein. Wo ist sie? Dina? Oh. Dina! Das ist nicht gut. Mann, warum reitet sie denn so weit vor? Scheiße, keine Ahnung. Scheiße. Keine Ahnung, wo wir lang sollen. Hier drüben? Nee. Dina, wo bist du? Boah, na toll. Und jetzt hier so total verwinkelt. Häuser, Autos. Ich meine, die können wir im Notfall bestimmt Dina! Irgendwo Unterschlupf finden. Aber ich habe, ja, fuck, völlig die Orientierung verloren. Hier rüber? Nee, schaffen wir gar nicht. Oh oh. Ellie, Dina! Wir haben ein Problem. Hast du ein Navi dabei? Ja, ich meine, bei so einem Sturm, da trägt es auch die Stimme nicht besonders weit, ne? Scheiße, wo bin ich? Ellie! Ah! Dina! Ellie! Yo, unerwartet. Gott sei Dank. Moin! Komm schon, hier lang. Wohin gehen wir? Vertrau mir. Okay, vertrau mir, cool. Ja, vielleicht bleibst du diesmal bei mir in der Nähe, dann fällt mir das ein bisschen leichter mit dem Vertrauen. Und hier sind wir. Aha. Boah, der Schnee war richtig ans Pferd und unsere Klamotten geheftet, ey. Da hätte ich mir jetzt den Kopf gestoßen, wäre vom Pony gefallen. Aber Ellie ist ja geübter. So, Pferdeparkanlage. Du warst schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay, sehen wir uns mal um. Eine Bibliothek, ja? Mit schönen verranzten Oma-Sesseln. Großartig. Als Loading Gate, ja, clever gemacht, das stimmt, so als Übergang, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich war sehr fest davon überzeugt, dass das anders ausgeht. Und wir sie nie wiedersehen. Weil sie uns verrät oder irgendwo runterfällt. Wir wem anders in die Arme rennen oder. Alles nicht passiert. Ich bin überrascht. Boah, das ist mal ein Rechner, Leute, oder? Ey, mit dem Teil mal Amyrdras hier raiden. Richtig sick. Ob der Crysis zum Laufen bekommt? Man weiß es nicht. Ich hoffe, das wurde ausgiebig in dieser Bibliothek getestet. Fredon, hi. Da geht's noch weiter rein. Da ist aber auch eine Kette, ne? Da sollen wir eigentlich nicht rein. Ist bestimmt nur für Mitarbeiter. Aber vielleicht mit dem Teil raidet Amyrdras hier dich. Ich fürchte auch. Ich fürchte auch, da kommen die Aliens von Crysis persönlich vorbei und schütteln dir die Hand, ne? Bevor du das Teil angeworfen bekommst. Oh oh.
Aber ich fürchte, in der Bibliothek haben wir jetzt nicht besonders viele Waffen und so zu erwarten. Ha? Da gucken wir gleich rein. Ein paar Flaschen. Aber gut, so Uni-Bibliotheken. Hier scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Ja. Sind bestimmt auch Drogenumschlagplätze. Vielleicht finden wir wenigstens ein paar Pillen hier. Reihe 7, Buch Nummer 5 und so, weißt du? Scheiße. Ach komm. Ich sehe nach, was da hinten ist. Was? Wie kommen wir hier rein? Soll ich irgendwas anschießen? Nö. Warum ist hier dann so offen? Da ist eine andere Tür. Ah. Wir kommen von hinten da rein. Geht das. Oder tatsächlich durchs Fenster. Okay, das wäre jetzt die nächste Frage. Ja, wir haben ein sehr prominentes Fenster. Kann ich einfach melien? Okay, es war jetzt nicht gerade die feine, leise Art. Was ist hier los? Paar Mats. Eine Werkbank hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber das hier ganze Elektronikzeug? Könnte eine sein. Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Aber warum hat er es mir verheimlicht? Vielleicht sollte es ein Geschenk sein. Ein Gaming-PC, der hier fit gemacht wurde. Ein Videorekorder. Das sind natürlich absolute Highlights, ne? Wenn jemand sowas zum Laufen bringt. Du hast den Strom, du hast den Fernseher. Und dann schöne Runde. Alte Lilo und Stitch-Folgen schauen oder so. Auf entspannt. Na, da wären wir aber auch dabei. Ich würde jetzt nur gern vorher nochmal checken, ob wir da vorne auch irgendwie schon rein konnten. Weil da war ja diese Kette vor. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Main-Weg ist, weil das wirkt ja gerade wie so ein Zusatz-Hub. Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Kommt man woanders rein? Okay, wir wissen also nur, dass hier jemand war oder immer noch ist. In der Bibliothek, tja, hast du auf jeden Fall deine Ruhe, ha? Non-Fiction. Okay, gibt es auch eine Fanfiction-Abteilung? Wenn ja, dann müssen wir die vermutlich niederbrennen. Da sind da die ganzen sexy Geschichten von Pilz-Zombies. Na, das dürfen unsere Augen niemals erblicken, Leute. Das ist der wahre Feind in dieser Welt. Hallo? Oh. Eugene. Ist das nicht auch so ein Firefly? Firefly-Dingen? Wollte ich sagen. Ein Firefly? Aha. Er diente mit Tommy. Oh, er war ein Firefly. Und hatte ja an irgendwas gebastelt, was er seinen Freunden nicht erzählt hat. Ob er an einem Funkgerät gebastelt hat, um seinen Leuten Bescheid zu sagen, dass Joel hier ist? Oh no, den haben sie bisher so angepriesen. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Scheiße. Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat, tötete 3 Soldaten und 2 Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Da kennen wir mittlerweile einige, die dazu fähig wären, das stimmt. Während wir darüber reden, sitzt hier diese niedliche Plüschgiraffe. Fantastisch. Zeichnen wir die? Neuer Tagebucheintrag. Ach, guck. Das ist ja toll. What? Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Deiner hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe. Und sie hat meinen Arm berührt. Ach, ich bin echt gestört. Jetzt seid keine Idiotin. Sie ist zu allen so. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Schreibt das 300 Mal. Dann passt das. Heute war es total verrückt. Ich habe Angst, bin aufgekratzt, ängstlich. Ich muss das einfach wegpennen. Hatte Eugene Kontakt zu anderen Fireflies? Hatte er von Joel und mir gehört? Nein. Dann hätte er was gesagt. Ja, hätte er das? Okay, Ellie fragt sich das auch. Wie nice, diese erste Skizze auch zur Giraffe. Ah, ein bisschen rumgescribbelt hier, ha? Nicht schlecht, nicht schlecht. 6090 RTX, ja. Die ist ja auch mit drin. Genau. Tja, süße Giraffen.
Ich sag mal so, es könnte schlimmer sein. Kinderbuchabteilung. Ich war früher auch gerne in der Bibliothek, aber ich habe mir immer Alf-Hörspiele ausgeliehen. Habe ich nie Bücher mitgenommen. Ich hatte immer Alf-Kassetten, Junge. Das war der Real Shit. Und noch eine Karte. Auch noch. Aha. Wer ist das denn? Das ist Lauren Foucault, CEO Spark. Okay. Echter Name Lauren Foucault. Mega viel Int, wenig Muskeln, Spark-Zugehörigkeit. Lauren wurde mit einem brillanten Geist, aber vielen körperlichen Gebrechen geboren und verbrachte viele Jahre seiner Kindheit und Jugend in Krankenhäusern. Mit 15 Jahren erlangte er den Doktorgrad in Medizin und entwickelte ein Medikament gegen seine seltene Erbkrankheit. Junge, imagine, du bist so ein übertriebener Ficker, dass du mit mehreren schweren Krankheiten geboren wirst, dann dir einen Doktortitel holst und Medikamente entwickelst, die dich selber heilen. Okay, Legende. Das Patent darauf machte ihn über Nacht zum Multimillionär. In nur wenigen Jahren wurden aus seinen Millionen Milliarden. Dieses Kapital gab Lauren die Möglichkeit, das Sci-Tech-Imperium Spark zu gründen und völlig freie Hand Wissenschaft und Fortschritt voranzutreiben. Gerüchten zufolge hat Spark eine Methode entwickelt, Neugeborenen spezielle Superkräfte einzuimpfen, aber Foucault weist diese Gerüchte als lächerlich zurück. Schurke! Ach, Kok! Oh nein! Warum der Twist jetzt? Kacke, wo ist Homelander? Sieht man den hinten auf der Karte? Nein? Ah, na gut, wenn man ihn anguckt, der hat auch ein bisschen was Voldemort-artiges, ja? Tja, dann fällt die Nase demnächst vielleicht noch ab. Aber gut, ein Einblick in eine Karte, die zunächst so wirkt wie ein wahrer Held, ein intelligentes Genie. Aber dann plötzlich war dieses intelligente Genie doch der Schurke. Ja, es hat bestimmt keine Parallelen zu unserer Handlung hier oder so. Nö, nö. Hier ist nur eine schön verrostete Waschschale. Ich hoffe, das ist keine Bettpfanne, Mann. Aber dann hätte Ellie vermutlich schon den Geruch kommentiert. Ach, guck. Junge, ist das eine PS3? Das ist eine PS3, oder? Mit dieser Wölbung oben? Ja, da ist auch eine 3, meine ich. Geil. Hier wurde schön gezockt in der Bibliothek. Ja, das ist ja fast genauso gut wie Alf-Hörspiele ausleihen. Tini, hi. Junge, PS3 mit Jack and Dexter. What a time, oder? Ah, und hier ist echt eine Werkbank. Oh mein Gott. Nein. Das sind Tommy und Eugene. Wow. Noch die reinsten Babys. Ist einfach ein Foto. Steht da nichts drauf? Ne, wir können es nur drehen oder weglegen. Die reinsten Babys. Heizung. Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. Ich wollte basteln, aber gut, ich habe ja auch noch gar nicht so viele Waffen zum Basteln, ha? Nochmal die Spiele lieber angucken. Hier drüben. Ah ja, guck mal. Erkenne ich was? Uncharted! Jack and Dexter und Uncharted. Aber was liegt unter Uncharted? Das kann ich nicht erkennen. So grün? Ich hoffe, es ist ein Ratchet & Clank. Das wäre dann auf jeden Fall eine schöne heilige Dreifaltigkeit hier, Junge. Der Detailgrad. Mega nice. Und hier ist das Bett, ja. Schön gebaut auf den Bücherstapeln. Sicherlich auch nur auf den Büchern, die schon gelesen wurden. Das ist klar. Und drüben wurde schon Licht gesehen. Erstmal checken wir aber hier noch ein bisschen. Ach, guck, ein Zettel. Zettelei. Nice. Ellie hatte auch eine Playstation in ihrem Haus. Ja, vorbildlich. Er ließ seine Familie zurück und ging zu den Fireflies. Krass. Eugene. Ah, Eugene. Eugene, bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie doch. Lass sie das Militär jagen, die Politiker. Lass sie einen Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien. Aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht. Deine Tochter nicht. Sie fragt ständig, wann du nach Hause kommst. Ich kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Komm nach Hause. Bitte. Wir lieben dich. Claire. Ah, mit Foto sogar. Ah, Eugene sieht aber wirklich aus wie ein Good Guy, oder?
Oh nein. Was für eine süße Family. Und er hat dennoch hier durchgezogen? Scheiße. Okay, aber er hat den Brief aufgehoben. Also er hat den nicht verbrannt oder so. Das war ihm dennoch wichtig. Vermutlich hat er sich zumindest eingebildet, das alles irgendwie für seine Family zu tun. Dabei brauchten die ihn einfach nur an ihrer Seite haben. Kesset mit der 55. Vielen lieben Dank. Dagi, hi. Tja, dann können wir wohl nur weitergehen. Ich hoffe, er ist jetzt nicht so ein Paranoider, der hier alles vermint hat. Da hatten wir ja auch in der Vergangenheit den ein oder anderen Experten. Und wie viele Werkbänke hat er denn? Junge, das ist ja komplett krass. Das ganze Gebäude besteht gefühlt nur aus Werkbänken. Muss ich ja wieder dieses Minigame machen? Nein, das haben sie bestimmt rausgenommen, oder? Oh nein, haben sie nicht. Haben sie nicht, oh Gott. Ja, come on, Ellie. Oh, ich bin der schon besser. Der Generator Main. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Wait, doch? Es hat nur das Licht gefehlt, oder was? Danke. Okay, gut, ich meckere nie wieder über seine vielen Werkbänke. Perfekt. Na dann lass mal schauen. Was können wir denn? Feuerrate, Stabilität. Oh, wir haben 82 von dem Bums. Das ist ja geil. Schaden. Schaden können wir nicht aufmotzen. Warum nicht? Was ist da? 100. Boah. 25% Schaden. 100 Teile. Tja, Zielfernrohr kann natürlich auch sehr, sehr big sein, ne? Zielfernrohr kostet auch 80. Kapazität. Und Stabilität ist natürlich unglaublich wichtig auch. Oh nein, es sind wieder nur geile Trades. Warum? Bei der Piste haben wir aber auch keine Schadensmöglichkeit. Puh. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall in Stabilität. Eigentlich kann ich mir da großes Überlegen gar nicht leisten. Zielfernrohr ist auch entsprechend nice. Und Schaden sowieso immer. Kapazität auch. Aber Stabilität? Bro, da gibt es keine Diskussion. Gehen wir rein. Der Bastler. Muss Eugene nicht Munition für Negan herstellen? Ah. We're on easy street, sag ich nur. Das wird gehen. Hoffentlich hockt der Daryl nicht in irgendeiner Zelle. Ja, und Rest sparen wir erstmal, glaube ich. Wir hatten jetzt ja auch... Ja, Strom aus hier, Licht aus, genau. Ist der Generator gleich leer. Aber so viel Waffen-Action hatten wir jetzt ja auch noch nicht. Oh, guck mal, er hatte sogar so einen Heizstrahler oder was. Boy. Dem ging's gut. Sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Oh no. Geht's irgendwo runter? Hm, hier nicht. Ein geheimes Geheimlabor der Geheimnisse. Das ist aber gar nicht mal so gut versteckt dann von ihm. Hä? Hätte man ja wenigstens mal einen Teppich drauflegen können. Von hier nicht, sagt sie. Tja, beim Generator ging es aber auch nicht weiter lang. Nö, sie kommt auch hier mit. Okay. Diese Folgen waren sehr schlimm, wo in Walking Dead Daryl gefangen genommen wurde von Negan und wurde dann gefoltert in so einer engen Zelle und die ganze Zeit jeden Tag lief We're on easy street. Da, 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 da. Na los. Da wurde man als Zuschauer ein bisschen mitgefoltert, muss ich sagen. Aber vielleicht können wir das hier verhindern. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Mm. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Ist vermutlich nur ein riesiger Fernseher, den er nicht teilen wollte. Mit 80% Sicherheit. 80? Wow. Oder... Mal sehen, wer recht hat. Ein Fotostudio für erotische Pilz-Zombie-Aufnahmen? Oh, hoffentlich kein richtig abgefucktes Labor jetzt, Mann. Aber von mir aus ein geheimer Funksender oder so, aber das hier hat so ein bisschen was von Menschenexperimenten gerade. Oh mein Gott. Okay. Das ist Gras. Ja, furztrocken das Gras. Unerwartet. Das erklärt einiges. Wow. Der Bruder hatte seine eigenen Gewächshäuser, hm? Der musste gar nicht bei uns in der City mitwirken. Verstehe. Darum mögen den alle so gern. Das ist einfach der Oberdealer gewesen.
Darum sagt jeder, ach Eugene, ja, bester Mann. Hm? Ey, wer hat solche Videokassetten? Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandys Kutsch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Smash Brandy Scooch? Junge. Okay. Ja, auch ein Crash Bandicoot muss irgendwie schauen, wie er an seine Kohle kommt in diesen Zeiten, ha? Da muss man die Hüllen schon mal fallen lassen, Leute. Da ist nichts mit Kart fahren oder Äpfel sammeln oder so. Das kann man sich schön abschminken. Tja, leider ist hier nicht viel, was wir noch benutzen können. No. Dina. Ey. Eine Gasmaskenbombe. Gott, er war so schlau. Ja, er war der Schlauste von uns allen, Leute. Scheiße. Wir haben den cleversten Menschen unserer Zeit verloren. Kenta mit dem 7. Dankeschön. Du hattest das sogar zu deinem Weckklingelton gemacht, Easy Street, um fröhlich in den Tag zu starten. Mittlerweile hasse ich das Lied aber auch. So soll es sein. Oh Mann. Ja, die Bongmaske. Das erinnert mich an einen alten Freund, der tatsächlich eine Sammlung von Double Bubble Bongs hatte. Ja, zu reinen Recherchezwecken, versteht sich. Und da gab es dann immer den wunderbaren Song Die Double Bubble Bong, die Double Bubble Bong. Und da hatten wir ungefähr jahrelang Ohrwurm von, jetzt auch wieder, ja. Und immer wenn man bei dem zu Besuch war, dann wusste man ab einem gewissen Punkt, werden auch andere zu Besuch kommen, wurde dann immer schnell eine Fete und eine Feier und eine Eskalation. Und jeder, der reinkam, hat die Teile im Schrank stehen sehen und erstmal gesungen, die Double Bubble Bong, die Double Bubble Bong. Schön. Wilde Zeiten. Hier haben wir noch ein paar rote Plastikbecher. Ehre, es gab auch ein paar fantastische Mischen. Und? Aha. Mache guten Preis, Bruder. Ja. Perfekt. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Ja. Am besten alle direkt. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Haben wir hinter uns alles zugemacht? Fuck, gib mal her. Frage. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Für einen Freund? Okay. Es. Ja. Scheiß drauf. Yo! Ey. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Ich habe kein Drogenproblem. Ich habe auch kein Aggressionsproblem. Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Schön mit Glassplittern drin, Junge. Das ballert. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Oh no. Warum reden wir immer noch darüber? Ja. Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ah ja, ohne Hintergedanken. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören.
kurze Review schreiben? Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Okay. Ja, es sieht zumindest besser aus. Können wir jetzt wieder über die Double Bubble Bong singen? Mama, was machen die da? Okay, wow. Das war auf jeden Fall mindestens eine 7, würde ich sagen. Das ist ein frecher Cut. Oh no. Here we are again. Und ich höre schon Freunde im Wald. Und war das clever, den Dübel so wegzuschnipsen? Das war doch alles so staubtrocken. Nächster Cut ist dann, wie so ein bisschen wilder rumknutschen und alles brennt im Hintergrund. Perfekt. Ja. Ich meine. Super. Infiziert. Gerade in dieser Welt, in dieser Zeit. Soll man Chancen nutzen, wie sie kommen, oder? Ich kann gerade überhaupt nicht zuordnen, von wo die Sounds kommen, aber vor mir steht einer. Ja, wir könnten auch hier links rein. Ich schätze mal, wenn ich frontal an den Onkel rangehe, dann sieht er mich, oder? Ich meine, der kämpft gerade so ein bisschen mit sich selber. Boah, hier ist aber gut was los im Wald. Junge, die haben auch einen gepafft, oder was? Jungs, ich kann Farben schmecken. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Eieiei. Ey, die sind wirklich überall um mich rum. Kein Wunder, dass ich nicht zuordnen kann, von wo die Sounds kommen. Oh Gott, ey, ist der Jurassic Park infiziert worden oder was? Die machen Erste-Hilfe-Kurs, ja. Mund-zu-Mund-Beatmung. Let's go. Demonstriert wird an der 80-jährigen Kursleiterin. Oh, shit. Oh, das sind viele. Scheiße. Das ist eine ganze Schieferklasse hier. Yo. Bruder. Helms Klamm oder was? Ey, da stürzen sie wie die Lemminge runter. Damn, son. Hier rüber. Da durch. Oh Gott. Oh Gott, what? Rein ins Wasser. Egal. Oh, ich wollte es vermeiden, nass zu werden. Aber das ist ja komplett World War Z, Junge, da kommen sie runter. Der Zombie-Wasserfall. Der Zombie-Wasserfall. Oh no. Da sollten wir auch nicht lang. Okay. Ich glaube, wir sollten hier hoch. Hier rüber. Let's go. Okay. Jo, das wäre gut. Hier hoch, maybe. Ja, bisschen High Ground nutzen, dies, das. Aber wo soll es weitergehen? Oh nein, oh Gott. Ohoho, Gegenverkehr. Gegenverkehr. Scheiße, Mann. Wo sollen wir hier jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Da drüben kommen wir her. Hier könnte ich hoch. Ah, vielleicht hier irgendwie über den Zaun. Wenn wir nur schnell genug sind. Da rüber? Ne, das geht nicht. Scheiße. Hier rüber? Ja, über den Zaun. Oh Gott. Immer die Geisterfahrer, ey. Ich sag's euch. Oh shit. Oh shit, hier durch. Durch. Yo. Aber wo weiter? Hier drüben. Junge, der Stress. Der Stress. Ich bin zu fett für sowas. Ja, ja. Ja, Gamescom ist da hinten. Oh. Oh Gott. Ja. Nicht meine Mütze. Lebt mein Leben. Aber nicht meine Mütze. Onkel, ich habe keine Subway-Gutscheine. Oh. Oh. Oh, ist das gut?
Oh. Junge, die Fast-Food-Junkies. Okay. Boah. Okay? Ja. Bro. Wo zur Hölle kamen die alle her? Ja. Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Mir fällt nichts Besseres ein. Hey, hast du eine Knarre? Ja. Ich hoffe, du schießt, du. Sag bei. Ja. Dann muss ich deine Hoffnung leider. Wir müssen alle warnen. Sterben lassen. Aufräumkommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Auf die Fenster achten. Sehr gut. Jungs, habt ihr eine Mütze für mich? Oh. Damn, son. Bam! Schöne Grüße von Sabo, Fucker. Wir machen mal einen auf Munisparer. Durch die Tür hier! Na los! Ey, aber so viele? Hatten wir schon jemals so viele irgendwo? Uff. Okay, hier könnten wir tauschen, aber erstmal boxen wir noch ein bisschen rein. Zack. Noch haben wir ein paar Hits, würde ich sagen. Jo. Okay, nicht besonders viele. I see. Dann weichen wir lieber nochmal aus. Holen uns das Rohr hier. Was? Und kloppen damit schön zu. Junge, wir halten aber auch gut was aus. Ja, wie beeilen wir uns? Hier nochmal tauschen. Schön den Hammer, Junge. Und wollen wir jetzt hier mit so einer Gondel fahren, oder was? Das Fenster! Das ist unser Ausweg! Das Fenster, da oben. Wie kommen wir da hoch? Hier, damit! Damit? Joel, wo bist du? Ah ja, so eine Gondel da in Bewegung bringen. Hey, Mädchen! Yo, ich helfe! Ey, mit den beiden fühlt man sich schon sicher, aber bei so vielen... Okay, wir kloppen. Butz, Junge. Schön mit dem Hammer drauf. Ehre, der ist hin. Der ist auch hin. Hier liegt noch ein Brecheisen. Aber ich glaube, erstmal bleiben wir beim Hammer. So, so lange wie es geht. Sehr gut, können wir hier einmal rums das Ganze beenden. Joel ist ready. Oh shit, nein. Ah. Ah, ich habe nicht gesehen, dass ein Klicker bei ist. Kacke, ich dachte, wir bolzen uns nur durch die Runner. Ah, nein. Klicker machen da natürlich sehr kurzen Prozess. Okay. Aber wo sind wir jetzt? Bei denen, die hier nochmal runterspringen. Na, was war das denn? Putz. Schön auf den Kopf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Die sind soweit hin. Aber jetzt aufpassen. Aufpassen. Ja, hier, das ist noch keiner. Hier können wir noch mit dem Hammer rein. So, ein bisschen mit den Schlägen generell. Sehr schön. Jawohl. Und dann hier drüben jetzt. Putz, weg mit dem Onkel. Oh, noch ein bisschen Muni mitnehmen. Soll ich übernehmen? Der ist im Eimer. Hoffe ich. Ja, ich bin dabei. So, drei Schüsse. Sollten eigentlich passen. Oh, nein. Oh Gott, das war ja ganz schlimm. Oh, oh mein Gott. Wow, Joel, danke schön. Oh, Junge. Warum boxt er so schnell zurück? Fick dich. Zack. Sehr gut. Sehr gut. Oh, gleich der Nick. Junge. Boah, haben die Bock. Uff, haben die Bock, Junge. Nein, ich muss nachladen. Richtig gut. Es läuft überragend. Überragend. Zack. Come on, weg jetzt mit ihm. Nein, weg. Ja. Sehr gut. Ratz. Stabil. Okay. Ich muss mich erstmal heilen. Der hat Schild. So, ich wollte eigentlich nur Seilbahn fahren. Und dann sowas hier. Das war ja komplette Eskalation wieder. Ich würde gerne auch mit hoch. Ja. So. Easy. Gar nicht knapp. In der Nähe bleiben. Wohin gehen wir? Hier lang. Los. Oh Gott. Not again. Alter, die Hektik. Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel.
Wie heißt du? Cool. Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay. Du reitest mit mir. Komm. Komm! Oh, Tommy, mach hin. Halt dich fest! Das war so krank, ne? Ich habe nur versucht zu funktionieren. Das war damit? So hintereinander weg. Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Wow. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um ein Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Blöde Kuh. Hm? Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Oh. Hast du das gehört? Toll. Jesse? Oh Gott, oh nein. Oh. Bleib einfach da, okay? Oh nein. Kannst du... Oh no. Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gas? Oh Gott. Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch, kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Was ein Turn hier. Hilfe. Bruder, die schaffen mich wieder. Aber wenn es wirklich so ist, wie wir vorhin glaubten, bei den Dudes hier und ihrer Hütte... dann reiten die Jungs in ihr Verderben. Random Dudes setzt Flammenwurf ein. Okay, gehen wir rein! Das kann doch nicht gut gehen jetzt. Ich hoffe, es ist anders, aber ich fürchte, sie hat jetzt den Jackpot eingefahren. Und ich hab's auch noch gespielt. Hilfe. Du hast uns Angst gemacht. Scheiße. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Ja.
Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Oh nein, wie sie alle gucken. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Scheiße. Das haben sie auch. What the fuck? Alter! Nora? Alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta Madre! Scheiße! Joel Miller. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Jetzt sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Das sieht gar nicht gut aus, Mann. Gott, verdammt! Oh! Weg da! Du dummer alter Mann. Ich lasse mich nicht hetzen. Alter. Heilige Scheiße. Joel! Tommy! Wir müssen schnell sein, Ellie. Sehr schnell. Wie komme ich da runter? Fliegen. Okay, Schimmer. Ja, super. Vor allem war hier gerade noch die riesen Zombie-Meute. Ah, aber ich... Bitte sei okay. Ich weiß noch nicht, wie ich mich fühle. Ich bin sad, dass sich das gerade so entwickelt hat. Tommy! Bin wütend, dass zwei der heftigsten Ficker in so eine Falle geraten. Ah. Ellie. Ich würde sagen, wir finden jetzt ein richtig heftiges Sniper-Rifle. Snipen von außen alle kaputt. Joel kriegt einen coolen Verband mit extra viel Spucke. Alles okay. Und dann wird das wieder. Genau so wird es sein. Oh oh. Aber hier könnten wir durchkommen. Ja. Da ist es. Da wurde nicht drauf geachtet. Oh, vielleicht können wir oben durch. Schön hier die Terrassenmöbel am Start. Und die werden ja auch alle beschäftigt sein. Joe? Tommy? Ist das überhaupt auch das Haus? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir mit Ellie auch direkt dahin reiten. Aber
Maybe bin ich auch gerade emotional ein bisschen zu aufgewühlt, um das jetzt korrekt zuzuordnen. Auf jeden Fall haben wir hier Munition. Oh, doch. Okay. Wo kommt das her? Okay, ich glaube, doch, ja. Ich glaube, wir sind richtig. Aber Joel, du tankst das, Bruder. Du tankst das. Machen wir nicht den Attack on Titan jetzt hier. Schön Aaron-Style. Wie war's da? Folge 3 oder so? Und dann rums. Aber wir müssen trotzdem looten. Ich glaube, wir müssen da gleich heftig fighten, ey. Da muss er leider noch ein Momentchen aushalten. Und Tommy einfach bewusstlos gekloppt. Joe. Scheiße, was macht sie mit ihm? Diese Art von Golfspiel würde ich nicht empfehlen. Schön mit den Schlägern. Junge, wenn da jeder einmal zuschlagen darf, da ist aber auch Ende im Gelände, Mann. Oh, das ist ein großes Haus. Die komplette Lodge. Ja, wir machen uns so ein bisschen vertraut mit der Umgebung, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir mit Ellie und im Idealfall Joel und Tommy hier auch rauskommen sollen. Ich weiß aber gerade nicht wie, die haben sogar das Tor vorne zu. Joel und Tommy werden beide nicht gut moven können. Also müssen wir alle platt machen und dann Hilfe holen. Und selbst dann bin ich mir nicht sicher, ja, wie gut das wird. Fuck. Und so eine schöne Hütte. Und dann so räudige Affen. Kacke. Aber von hier geht's nicht weiter runter, oder was? Ne, wir müssen hier tatsächlich rüber. Haben aber viele Ecken. Auch hier diese Küchenkochinsel. Da kann man sich im Notfall auch nochmal schön verschanzen. Schön auf Leute lauern, die patrouillieren mit einem Messerchen dazu. Aber Vorräte haben sie gut weggeräumt, ey. Das sind keine Amateure. Kacke. Das sind keine Amateure. Oh. Und das ist ein sehr schicksalshafter Gang hier. Boah. Alter Fuck. Nagelt sie fest! Finger weg! Fesselt sie! Lasst mich los, verdammt! Oh no. Ihr habt sie doch! Okay! Oh, what? Don't tell me. Ich mache euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn hat frei! Hat sich reingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkreuzt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Nein! Alter. What? Schmoll in der Hölle. Ich bringe euch um. Nein. Nein. Oh Gott. Ich bringe euch um. Wow. Alter, war das painful to watch. Oh mein Gott. Ja. Ellie. Tut mir leid. Jesse? Yo. Sie sind hier unten. Nein. Nein.
komplett den Schädel eingedroschen, Mann. Die haben for real Joel gekillt. Was? Und wie auch? Junge. Bisschen Negan-Style, ja. Vampire Bad, Junge. Ey, alle drei Ficker-Charaktere, ne? Und alle im Arsch. Keiner konnte was machen. Hi. 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 Oh Gott. Kann ich mich setzen? Ja. Oh, es tut so weh, alles. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark. Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Ja, glaube ich ihr sogar. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Wahnsinn. Wie viel Power die Szenen und die Sätze haben, Mann. Insane. Der einzige Wunsch wäre jetzt, dass die Tür wieder aufgeht und Joel steht mit einer Gitarre da, Mann. Aber die Tür bleibt zu. Fuck. Thank you.
Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Ich meine, unglaublich realistisch, dass es Leute aus unseren Reihen auch immer wieder erwischt. Aber Joel? So früh? Bro, was machen die wieder mit mir hier? Wahnsinn. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Oder okay. Ein Auto fährt. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Sehr supportive. Aber wenn wir sie auch noch verlieren, ne? Dann geht Ellie direkt. Musst du den Rucksack holen? Super Saiyajin. Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Ja. Können wir aber vorstellen, dass gewisse Leute wissen, wie wir da zu reagieren gedenken. Vielleicht so ein paar Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Aber möglicherweise sind wir auch nicht wichtig genug für sowas, ja. Wenn wir uns rausschleichen wollen, dann kommen wir schon irgendwie raus. Wenn die anderen das zum Schlittenfahren schaffen, ja, dann wir wohl auch. Oh, Junge, die ganzen Blumen. Wow. So viel Zivilisation bin ich gar nicht gewohnt hier. Sehr krass in Szene gesetzt einfach. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Ja, total. Komm. Total okay. Ich warte hier unten. Danke. Naja, jetzt können wir uns nochmal umschauen. Und kriegen vielleicht noch ein paar sehr persönliche Easter Eggs serviert. Wie das hier. Oh, von uns gezeichnete. Ja. Damn, boy. Lass mich raten, das einzige Bild, das er selber ausgestellt hat. Oh, no. Weil die Bilder hat er safe nicht selber aufgehangen, Mann. Er hat überhaupt nichts an Deko stehen. Gar nichts. Keine roten Sterne. Keine Duschschwämme. Nur dieses eine Bild, gemalt von Ellie. Dinos? Riesen? Dinonychus. Der Vergangenheit. Das war ein guter Tag. Dinonychus. Nice. Bisschen Fachliteratur auf Ehre. Schön, die behaarten Raptoren. Stimmt gar nicht, gefiederte Raptoren. Der Real Hühner Deal. Perfekt. Paar Holzschnitze rein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das meiste einfach so Standard-Deko ist. Ich glaube, Joel hat sich auch diese Ente da oben nicht hingestellt. Aber ich kenne sehr viele Leute, die diese random kleinen Holzelefanten so stehen haben in Regalen. Die gab es bestimmt mal in einem Ikea-Bundle oder so. Paar Tassen, paar Teller. Alles sehr standardmäßig. Wasserkocher mit dabei und ein sehr harter Vorhang, wie es scheint. Okay. Kamin, aber ist schon eine wirklich schicke Butze, ha? So lebt man hier, wenn man regelmäßig die Grenzen sichert, ha? Für den Stadtfrieden sorgt. Eine Tasse mit Eule. Wenn ich so ein bisschen Kaffeesatz noch drin, können wir noch was reinlesen? Anscheinend nicht. Die Eulentasse. Okay, Mikrowelle sogar, Junge.
Die sind wirklich angekommen. Was ist hier? Eine schöne Nudelmaschine oder was? Wild. Aber wir haben gleich noch was notiert. Ah, wir haben uns die Eule abgemalt. Oh nein. Wir haben die Eule abgemalt. Oh, und Ellie hat versucht zu rekonstruieren, wie die aussehen, die sie jagen möchte. Ich schmecke Eisen. Wunden brechen auf, wenn ich singe. Du warst das weiche Sirren des Nylons. Der Geruch nach Holzöl. Der volle Klang. Saiten aus Stahl klingen heller. Sie geben dein Echo falsch wieder und lassen mich mit Ross zurück. Mir bleibt nur unser letztes Gespräch. Sich wiederholende Akkorde, Harmonien in Blut. Der Versuch, ein Lied zu schreiben, um das zu verarbeiten, mit vielen durchgestrichenen Phrasen, und die Erinnerung an WLF, Washington Liberation Front. Wer sind die? Also nicht unbedingt die Fireflies? Tommy sagte, ihr Name sei Abby, das haben wir gelernt. Jawohl. Ein Fleischwolf einfach, ja. Fleischwolf, schön das Mett selber drehen. Das geht auch. Alles klein und fein hacken. Das haben wir hier. Das ist vermutlich die Interpretation einer Waschmaschine. Ein paar Angeln mit dabei. Sogar eine Angelweste, Junge. Da sehe ich ihn ja auch so gar nicht. Aber gut. Manchmal braucht man ein Hobby, ja? Schickes Badezimmer. Er hat ja fast was von einem Ferienhaus, ja? Da haben wir sogar bisschen Reinigungspulver und ein Seifenglas. Perfekt. Spinat geht auch gut. Ja, einfach alles rein im Zweifelsfall, oder? So nach dem Motto, im Magen wird sowieso gemischt. Immer rein damit. So, zweites Stockwerk. Eine neue Etage. Und tatsächlich noch ein anderes Bild, ja? Das scheint er auch selber hingestellt zu haben. Na gut, aber oben eben, ja? Ganz andere Welt. Ein paar Pferdebildchen. Mehr Holzfiguren. Junge, die ganze bunte Welt der Tiere. Fantastisch. Sogar ein Häschen. Und überall diese Holzenden, Mann. Die gab es anscheinend echt im Sonderangebot. Ach nein. Er hat selber gewerkelt. Ach guck, das sind die Vorlagen. Oh wow, habe ich ihn falsch eingeschätzt? Damit stammt maybe doch deutlich mehr Deko von ihm selber. Aber halt selbst gemacht? Yo! Und hier die Gitarre, ach klar. Mit Holz. Der Klangkörper. Hier ist sogar richtig klassisch, wie bei Opa in der Werkstatt, Junge. Bisschen Klebeband drauf und beschriften. Da sind die Nägel drin. Krass. Die kleine Joel-Zimmerei, wa? Gleich mal die nächsten Notizen hier. So. Neuer Eintrag. Lass mal sehen. All die Versprechen bei Sonnenuntergang. Ich habe sie ernst gemeint. Genau wie alle anderen. Ja, wirkt ein bisschen, als würde sie immer das Heftchen zücken. Natürlich Gedanken festhalten. Aber möglicherweise auch für Songs sammeln, so Ideen. Das mache ich auch ganz ähnlich, aber eher mit Themen für den Story-Podcast. Da muss ich auch immer, wenn die Idee kommt, egal ob beim Duschen oder nach dem Aufwachen, gleich notieren. Bloß nicht vergessen, sonst findet man den Gedanken nie wieder. Das hier ist die Badewanne. Oh, schön mit ätherischen Ölen, hä? Und ein Ventilator zum Trocknen. Jawohl. So brauchen wir das. Schön den Hintern trocken föhnen. Hier sind Jacken. Ja, das könnte ein Trigger sein, dass wir wieder rausgehen, ha? Das sieht mir ja fast ein bisschen zu wichtig aus. Aber keine Pillen, die wir uns klauen können. Na gut. Die wurden, wenn, dann selber eingeschmissen, ha? Und dieses Foto, oh. Ich erinnere mich gut. Aber hinten haben wir nirgendwo Notizen mit bei. Im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer hat das aufgestellt. Kleine Schachtel. Aha. Eine Lesebrille. Ach, guck. Über den Kosmos wurde gelesen. Vielleicht auch ein Story-Podcast gemacht. Eine geschnitzte Schildkröte. Junge, der Dekomeister einfach. Fantastisch. Ganz alter Plattenspieler hier. Mit den Platten dazu. Na, guck mal.
Einfach der Dekolord. Ich bin begeistert. Aber dann ist vielleicht das rote Kästchen doch wichtiger als das hier. Vielleicht hat er da ein Ritual gehabt, wenn er wusste, es wird gefährlich. Ein paar letzte Geschenke so positionieren, dass Ellie die garantiert findet. Düsteres Ritual, wenn... Noch ist der Geruch da. Kennt man diese Ängste, zu vergessen, wie jemand riecht, wie jemand klingt, wie sich jemand gegeben und bewegt hat. Aber bei Ellie ist alles noch frisch. Oh. Die Uhr, mit der alles anfing. Mehr oder weniger. Dann ist es eher kein Paket, das Joel uns hingestellt hat, sondern so die verbliebenen Habseligkeiten, die er eben bei sich hatte. Was die alles mitgemacht hat. Hm? Die Gun. Okay. Seltsames Gefühl in Ellies Händen. Und das sind einfach die Überreste der Jeans, oder was? Okay. Ellie, kannst du runterkommen? Alles okay? Ja, nur, komm einfach runter. Nur? Na, jetzt ist bestimmt die Tante vom Anfang da, ha? Oder der Creep aus der Bar? Ich weiß es nicht. Mann. Ah ja. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Damn. Du hättest Leute abstellen sollen, die die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Hm. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Oh. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur, tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Na klar. Na dann, los mit euch, bevor es dunkel wird. Ja, sie hätte jetzt noch tryharden können, aber sie wusste, bringt eh nichts, ne? Ja, dann. Ganz schlimme Gefühlswelten. Unglaubliche Darstellung. Und wir in Seattle. Tag 1. Mit wieder mal schöner Aussicht. Der Schnee scheint kein Thema mehr zu sein. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter und... Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf.
Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein, gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Ja. Wie verirrt sind wir? Tolle Story. Gar nicht. Mhm. Hey, hab mal Vertrauen. Ja, das sieht auf keinen Fall so aus. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Ah. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Okay, wow, wir wissen es maybe wirklich noch nicht, ja? Das war ja gerade die Frage. Interessant.